Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir sind wieder auf griefergames.net und diesmal auf City Build 4 statt City Build 7. Denn wie im letzten Video bereits angekündigt, wollte ich das ganze Orb-Farmen in einer Stunde nochmal ausprobieren, aber diesmal mit Cobblespawnern, weil Erze schon sehr viel mehr als Weizen an Orbs abgeben. Und dementsprechend habe ich mir auch eine sehr gute Farm rausgesucht, die ich schon im längeren benutze. Und das ist die vom lieben Petersilie. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Spawner. Und er hat noch ein zweites Plot. Da ist im Regelfall auch alle Spawner für die Community freigegeben. Einmal gehen wir hier zu PHPetersilie. Schreiben kann es klar im Vorteil 666 und er hat sogar den Spawn nach hier unten gesetzt. Früher ist man noch umgespawnt und da haben wir hier einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 31 Spawner. Gehen wir nach unten hier zweimal. Okay. Dann hat er wahrscheinlich die unteren Spawner dicht gemacht, aber 31 Spawner sind auch schon mal gut. Auf dem dritten Plot, da können wir einmal geradeaus gehen und hier rechts im Haus sind auch nochmal ein paar Spawner mit Kabel. Und hier hinten haben wir noch anderes Zeug wie Lohn, Schaf und Kuh, genau. Und der ist immer privat, aber den brauchen wir auch nicht unbedingt. Es ist jetzt 12.15 Uhr, das bedeutet bis 13.15 Uhr werde ich diese ganzen Kabelspawner hier mal lernen und auch die da hinten. Und dann werden wir mal sehen, beim letzten Mal haben wir 300.000 Orbs die Stunde gemacht. Hier gibt es wieder eine kleine Timelapse, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann nach der Timelapse wieder. Die Stunde ist jetzt in 2 Minuten circa rum. Ich bin auch gerade schon über die CBs gelaufen, um den ganzen Cobblestone zu verkaufen. Man hat echt gesehen, es ist sehr viel Cobblestone und ich empfehle auch, nehmt den Cobblestone mit und werft ihn nicht weg. Ihr werdet gleich am Ende sehen, wie viele tausende Orbs ich nur durch diesen Kabel gemacht habe. Meine Beute ist jetzt hier das Ganze an Eisen, Kohle. Was habe ich hier noch? Die Prismarinscherben, die werden wir auch noch umcraften, damit wir noch mehr Orbs rausbekommen. Vielleicht auch gleich noch Lohnroten haben wir hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen. Das hier ist leer. Hier haben wir noch ein bisschen Stuff. Dann habe ich das hier schon leer gemacht. Also ein bisschen Zeug habe ich schon weggebracht, damit wir hier auch schneller vorankommen. Hier ist auch noch alles voll gefüllt. Ich würde sagen, ich tue das ganze Zeug jetzt verkaufen. Aus den Prismarinscherben könnt ihr Blöcke craften. Und zwar zeige ich euch das ganz schnell. Denn ihr bekommt ja auch teilweise die Kristalle. Da empfehle ich euch, die Seelaternen rauszumachen. Bekommt ihr 180 Orbs pro Seelaterne. Mit den Tintenbeuteln und den Prismarinscherben würde ich euch empfehlen, die dunklen Prismarinblöcke zu machen. Um Prismarinziegel und Prismarin, ja, da ich glaube, Prismarinziegel kann man aus den Scherben machen, einfach hier viermal rein und dann sollte man die rauskriegen. Da bekommt ihr auch viel mehr, als wenn ihr die selbst so verkauft. Also, ich würde sagen, ich tue das Ganze jetzt verkaufen und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, ich bin jetzt, ich habe jetzt alles weggeschafft. Ich habe alles schön umgecraftet, damit wir noch mehr Orbs bekommen. Und ich habe jetzt alles ausgerechnet, was ich hier an sich verkauft habe, für wie viele Items. Es ist schon auf jeden Fall mehr als bei der Weizenfarm, kann man auf jeden Fall sagen. Es sind
500.000 Orbs, die wir jetzt in ja einer Stunde gemacht haben, zum Verkaufen habe ich zwar noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen Zeit gebraucht, weil ich doch über die City Builds gehüpft war. Ich war auf City Build 3, City Build 17 und City Build 10 und 11 war ich, glaube ich, auch noch zum Verkaufen. Und auf 4 habe ich ja noch ein bisschen was verkauft. 500.000 Orbs in einer Stunde ist eigentlich ganz schick, wenn man keine eigene Orbfarm hat. Von daher, ich blende auch hier mal die Sachen ein, für wie viele Items ich wie viele Orbs bekomme. Das sind jetzt hier erstmal so die ganzen Tierprodukte, heißt Fische, Leder, Wolle etc. So sieht man, sind jetzt noch nicht die großen Orbfänge dabei. Jetzt kommen wir aber mal zu den Bruchsteinen und der Erde. Da haben wir nämlich schon ein bisschen gut was an Orbs. Und das wären, wenn wir jetzt Steine und Erde mal liegen lassen, hätten wir schon mal 100.000 Orbs eingebüßt. Und das ist schon ein bisschen was. Prismarin, habe ich gesagt, umcraften bringt auch was. Da haben wir auch hier schon mal ein paar 70.000 Orbs gemacht. Und jetzt kommen wir zu dem, wovon ich die ganze Zeit rede, zu den Erzen. Die haben nämlich uns ja den Arsch gerettet, würde ich sagen. Denn, ich blende es hier mal ein, am meisten haben wir gemacht mit der Kohle an sich. Danach mit Lapis Lazuli, weil wir davon eben am meisten bekommen haben. Aber ihr seht schon, bei Diamanten und Smaragde, die haben wir 500 Stück mal bekommen. Für Kohle haben wir 4.300 Kohle verkaufen müssen, für 87.000. Und für gerade mal 500.000 Diamanten mit ja, Diamant-Smaragde haben wir schon die Hälfte bekommen an Orbs. Also das ist auf jeden Fall, was ich empfehlen kann. Und wenn ihr bei den Leuten die Cobblespawner leert, das sieht man auch hier bei Petersilie, wenn ihr die Orbs, den Cobble nicht wollt, dann hier gibt es extra noch Trichter dafür, wo ihr den reinhauen könnt, aber ist halt, je nachdem, lasst es nicht drinne. Wenn ihr erwischt werdet, war es das mit euch auf diesem Plot. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Orb, ja, Orb-Methoden zum Farmen in der Stunde ich noch ausprobieren sollte, was mehr gibt als diese Orbs bzw. Cobblespawner. Ansonsten würde ich sagen, gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren für mehr Griefer Games Content. Damit ihr das auch nicht verpasst, joint gerne meinem Discord und gerne auf Twitch vorbeischauen, da bin ich auch aktiv. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute!